Kilowatt. Am Sonntag wurde sie mit einem Festakt in der Stadthalle feierlich eröffnet. Ab heute ist die Edouard-Manet-Ausstellung im Wuppertaler Vondheit-Museum für alle offen. Es ist nach den Manet-Ausstellungen in Hamburg und Stuttgart die dritte groß angelegte Schau mit 45 Manet-Bildern, die aus der ganzen Welt hierher geliehen wurden. Schwerpunkt: Edouard Manet als Bürgermaler. Brigitta Hildebrandt hat mit Museumsleiter Dr. Gerhard Fink gesprochen, der auch die Ausstellung kuratiert hat. Edouard Manet hat an die 450 Bilder hinterlassen, ein üppiges Œuvre. Und man kann sagen, dass seine Kunst umstritten war. Das lag vor allem an seiner ganz neuen Sichtweise auf seine Zeit. Diese empfanden viele Zeitgenossen als skandalös, zum Beispiel, weil Edouard Manet Frauenakte nach seinen eigenen Normen malte, erläutert Gerhard Fink. Wenn er eine Aktfigur gemalt hat, hat er sie nicht mit mythologischem Gedöns umgeben, sondern hat einfach zwei Männer aus seiner Zeit zu dieser nackten Frau dazugesetzt. Und so entstand dieses berühmte Frühstück im Freien. Und das war eigentlich der Skandal. Er wollte gar keinen Skandal. Manet war kein Krawallmacher. Und wenn es dann einen Skandal gab, konnte er eigentlich gar nichts dafür. Wir zeigen den Manet jenseits der Skandale. Das Vondheit legt in seiner Manet-Schau den Schwerpunkt auf das bürgerliche Malgenie und seine Bilder von der Gesellschaft im Zweiten Französischen Kaiserreich unter Napoleon III., betont Gerhard Fink. Manet war ein Bürger. Er kam aus dem wohlhabenden Bürgertum und er wollte für dieses Bürgertum malen. Er wandte sich ab von den historisierenden Gemälden. Er wollte keine mittelalterlichen Heiligen oder antike Götterfiguren malen, sondern er wollte das malen, was er im Leben so sah. Das, was in seiner Zeit passierte, malen. In 11 Räumen sieht man Bilder, die nach den verschiedenen Schaffensphasen Edouard Manets geordnet sind. Am Anfang und Ende werden seine Werke umrahmt von Bildern seiner zeitgenössischen Künstlerfreunde, von denen er sich recht deutlich abhebt, findet Fink. Der steht aber eigentlich genau genommen drüber. Er ist sehr kalkulierend, er weiß genau, was Sinn macht. Andererseits will er da dabei sein, wo die große Musik spielt. Als er zum Beispiel bei der Weltausstellung 1867 nicht teilnehmen darf mit seinen Bildern, baut er einfach selber einen kleinen Pavillon und stellt dort aus, in unmittelbarer Nähe zur Weltausstellung, wo also die Besucher vorbeigehen, bevor sie das Weltausstellungsgelände betreten. Manet ist von sich durchaus überzeugt. Er hat einige Schwerpunkte in seinem Werk. Diese verschiedenen Stil- und Themenphasen sind entsprechend gebündelt. Wir haben zum Beispiel sehr viele Bilder, die sich mit der Seefahrerei beschäftigen. Manet wollte ja ursprünglich Seemann werden. Er hat zu allen Zeiten Stillleben gemalt. Und es gibt natürlich einen ganz wichtigen Raum, das ist der, in dem die Vergnügungen der französischen Gesellschaft in der Mitte des 19. Jahrhunderts gezeigt werden. Da sieht man nun die Bürger beim Ausreiten im Bois de Boulogne, bei dem Pferderennen in Longchamp. Man sieht beim Boccia spielen die Leute, wie sie sich da im Garten tummeln. Also das ganz normale Leben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dessen Fortschritte Manet auch festgehalten hat. Da haben wir sehr unterschiedliche Motive, die dieses Bürgertum aus der Sicht von Manet beleuchten und es in einer ganz nüchternen, trockenen Weise darstellen. Man sieht, wie sie in einer Gartenwirtschaft sitzen oder in einem Wintergarten. Das war damals ja auch was ganz Neues, dass man so große Glasscheiben hatte. Einen wesentlichen Teil seiner Arbeit hat Manet seinen ungewöhnlichen Porträts gewidmet. Da war er ganz weit weg vom damaligen Mainstream. Manet war den Menschen durchaus zugewandt. Er hat die Leute durchaus liebevoll porträtiert. Aber diese Porträts sind auch nicht übertrieben freundlich. Wenn jemand hässlich war, dann hat er ihn halt auch hässlich dargestellt. Und er hat nicht versucht, jetzt eine besonders leckere Oberfläche zu malen. Er malt die so, wie er sie sieht, also sehr direkt, messerscharf, klar, realistisch, aber trotzdem freundlich. Die Ausstellung endet mit Manets letzten Bildern, tollen Gartenansichten, auf denen die Sonnenstrahlen so wunderbar leuchten. Brigitta Hildebrandt für Kilowatt. Die aktuelle Manet-Ausstellung im Wuppertaler Vondheit-Museum läuft bis Ende Februar nächsten Jahres. Wer denkt, das ist ja noch lang hin, sollte zeitig planen. Über 1000 Führungen sind schon gebucht. Begleitend gibt es einige interessante Veranstaltungen von Kinderführung bis Abendvortrag. Möglich wurde die Manet-Schau durch die Unterstützung der Brennscheid-Stiftung. Einen tollen Katalog gibt es für die üblichen 25 Euro natürlich auch. Und alle weiteren Infos bekommt man über die Museumshotline. Natürlich steht auch alles auf der Museums-Homepage. Und übrigens, einige Bilder zum Schnuppern haben wir auch auf unserer Homepage. www.kilowatt-radio.de. Kilowatt weltweit.